Mein Name ist Ivana und zu Beruf zum technischen Konfektionär habe ich mich dafür entschieden, weil das mir auch in meinen Hobbys weiterhilft. Das Nähen, Schweißen, das Kleben fand ich dementsprechend interessant. Auch der Beruf an sich birgt viele gefächerte Aufgaben. Und die Schule in Köln, die fand ich dann doch recht interessant. Und in dem Moment war das dann doch schon ausschlaggebend. Mein Beitrag zur Herstellung von Makelux-Produkten besteht daraus, die Tücher zu fertigen. Ich arbeite zum Beispiel an die Klebemaschine, die halt die Tücher zusammenklebt und halt die Säume, die da dran sind, an die Seiten klebt. Auch beim Egalisiertisch, der ja die Tücher auf Maß bringen soll. Das ist jetzt das Begradigen der Tücher. Dann natürlich die Nähmaschinen an sich, da werden die Säume genäht. Wie man das richtig einfädelt, warum die Nadel so schnell bewegt. Also es ist immer je nach Schwierigkeitsgrad, kriegst du die Sachen dann halt später. Also was man mitbringen sollte zu einer Ausbildung zum technischen Konfektionär sind auf jeden Fall Mathekenntnisse. Sie müssen zwar nicht 1A sein, aber man muss dann doch schon wissen, was eine Fläche ist, was ein Würfel ist, was ein Quadrat ist. Was das Handwerkliche angeht, ist, du musst wissen, wo deine rechte Hand, wo deine linke Hand ist. Aber sonst nur Verständnis, dass man weiß, worüber man gesprochen hat, dass man Fragen richtig stellen kann. Solange man richtige Fragen stellt, kriegt man auch meistens eine gute Antwort. Generell gefällt mir auch gut, dass ich hier nähen kann, was für mein Hobby als Cosplayerin ziemlich vorteilhaft ist. Gerade zu Anfang meiner Ausbildung, da habe ich meine Kostüme mehr geklebt, mehr recht als schlecht. Und jetzt, ich habe einen eigenen Zuschnitt, ich mache mir meine Zuschnitte selber, weil ich hier gelernt habe, wie es gemacht wird. Da gibt es Tricks und kleine Handgriffe, die dann halt aus der Ausbildung kommen, die sich halt auch an meine Kostüme bzw. aus meinem Hobby sich gut interpretieren lassen. Eine technische Ausbildung bei Makelux macht eigentlich aus, dass so vieles mit Handmaß, dass dir viel erklärt wird, dass du halt richtig in die Materie eingezogen wirst, dass du auch weißt, was die Maschine macht und nicht nur, was du mit den Händen machst.